herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Cinema for Everyone, tolles Projekt von Schülern der FH Vorarlberg. Leistbare Mobilität für alle, Ticket für Menschen mit keinem oder geringem Einkommen. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Einige Schüler der FH Vorarlberg luden gestern Abend zu einem ganz besonderen Kinoabend, Cinema for Everyone, eine Veranstaltung für Einheimische und Flüchtlinge. Im Spielboden in Dornbirn ging am Mittwochabend eine ganz spezielle Veranstaltung über die Bühne. Ein Filmabend nach dem Motto Cinema for Everyone. Organisiert wurde das Ganze von 7 Studenten des Bachelorstudienganges Intermedia an der Fachhochschule Vorarlberg. Ja, es ist eigentlich besser gelaufen, wie wir gedacht haben. Es sind einige Leute gekommen und das hat eigentlich richtig Spaß gemacht, das Ganze zu organisieren. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Danita bedanken, dass sie so viele Flüchtlinge gebracht hat und uns da geholfen hat. Vielen Dank. Also eigentlich ist es mehr Leute, als ich erwartet habe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Das ist echt gut gewesen. Die Filme sind eigentlich auch gut angekommen. Jedoch haben wir spontan dann noch Übersetzer drin hineingekriegt. Und also, die mit uns auf der Bühne sind, ist recht spontan geworden alles. Aber alle im Anderen, glaube ich, besser, weil dann haben sie es auch verstanden. Gezeigt wurden verschiedene Kurzfilme. Einige Filme wurden auch selber von den Studierenden produziert. Die Filme waren alle toll. Schwierig war jetzt der mit Untertiteln, mit englischen Untertiteln, weil da war es dann unruhig im Saal. Aber also, mir haben alle gefallen. Also das finde ich ganz gut, offen für die Welt, dass man jedem das zugänglich macht, Filme auch zum Schauen. Ja, es ist sehr abwechslungsreich gewesen. Ganz nachdenkliche Filme, aber auch ganz lustige oder schöne. Ziel der Studenten war es, Einheimische und Flüchtlinge zusammenzubringen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ich bin Hamze, ich komme aus Irak. Wir vielen Dank, Österreich. Okay? Ja, also online habe ich ganz gut kennengelernt mit einem Kollegen, mit Max. Und da haben wir auch die Telefonnummer austauscht, um mal zusammenschreiben und vielleicht mal einen Termin ausmachen, dass wir mal was machen. It is very beautiful to surprising and to understand people, understand what happening here. Yeah, what people you living in here is very beautiful. Yeah. Ein erfolgreicher Abend also organisiert von Schülern der FH Vorarlberg. Bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Am Donnerstagmittag hat ein maskierter Mann mit einer grausilbernen Pistole die Sparkasse in Feldkirch-Thiesis überfallen. Er ist anschließend in Richtung Landeskrankenhaus Feldkirch geflüchtet. Der Mann ist ca. 1,85 Meter groß, älter als 40 Jahre, trägt eine blaue Jogginghose, ein blaugraues Oberteil mit auffallend hellem Muster, braune Schuhe, weiße Stoffmaske, eine rote Tragetasche der Vorarlberger Nachrichten und sprach Vorarlberger Dialekt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um den Serientäter handeln. Die Alarmfahndung läuft. Hinweise können über Notruf 133 oder an das Landeskriminalamt gegeben werden. Land und Gemeinden investieren weiter kräftig in den Schutz vor Naturgewalten. Nach Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Schwärzler stehe die größtmögliche Sicherheit der Siedlungsräume, die betriebliche Infrastruktur und der Verkehrswege im Vordergrund. Für 3 Projekte in 2 Gemeinden hat die Landesregierung jetzt weitere 184.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Land werde auch in Zukunft in diesen wichtigen Bereichen ein verlässlicher Partner der Gemeinden bleiben, verspricht Schwärzler. Und der durch das brutale Sexverbrechen von Geisau verantwortliche Täter soll nur die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßen müssen. Strafrichterin Verena Marschnick hat gestern in einer Haftverhandlung am Landesgericht Feldkirch den 17-jährigen Häftling die sogenannte Halbstrafe gewährt. Demnach soll der Strafhäftling am 24. Februar und damit schon nach 7 Monaten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Der Vorarlberger Verkehrsverbund führt ein Ticket ein für Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen. Landesrätin Katharina Wiesflecker und Landesrat Johannes Rauch informierten über das Ticket im Landhaus in Bregenz. Leistbare Mobilität für uns alle. Ab 15. Februar können Mindestsicherungsbeziehende, Ausgleichszulagenbeziehende sowie Asylwerberinnen und Werber ein ÖPNV-Ticket zu einem leistbaren Preis erwerben. Wir haben ein abgestuftes
Angebot im öffentlichen Verkehr, was die Preisgestaltung betrifft, dem Motto folgend, jeder und jede nach ihrer oder nach seiner Finanzkraft. Das heißt, wir sind sehr gut gestaffelt, jetzt auch was die Einkommensverhältnisse angeht. Und damit, finde ich, haben wir eines der gerechtesten Tarifsysteme im Vergleich. Wichtig ist auch zu sagen, weil wir die Diskussion vor einigen Jahren hatten, gratis öffentlicher Verkehr oder leistbarer öffentlicher Verkehr. Niemand bekommt etwas geschenkt. Wir bieten eine gute Qualität. 16 Euro statt 77 Euro im Monat ist bis zu 20% des frei verfügbaren Geldes, das Familien in diesem Bereich zur Verfügung haben. Also da kann man sich dann vielleicht in Relation vorstellen, was das heißt. Und das bedeutet wirklich in diesem Zusammenhang gerade für diese Zielgruppen Mindestsicherungsbezieherinnen, Ausgleichszulagenbezieher, Bezieher an Asylwerber ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot. Faircard, Monatskarte Maximo Fair. Ich denke, für uns als Verkehrsverbund ist es eigentlich oder bedeutet es einen großen Schritt in Richtung soziale Ausgewogenheit der Tarife. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, weil wir hier über eine Kundengruppe reden, die sich meistens nicht sehr laut artikuliert und, glaube ich, umso wichtiger ist es, dort auch genau hinzuhören. Das Maximo Fair Monatsticket kann gemeinsam mit einer Faircard zum vergünstigten Preis beim Verkehrsverbund Vorarlberg erworben werden. Soweit zur Pressekonferenz zum Thema Mobilität für alle. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Showdown zwischen Tabellenführer VWU Feldkirch und Meister EHC Lustenau im Kampf um Platz 1 nach dem Grunddurchgang. Das Beste, was derzeit die International League zu bieten hat, trifft sich am Samstag, den 30. Jänner um 19.30 Uhr in der Vorarlberghalle zwischen Spitzenreiter Lorenz Lift, VWU Feldkirch und EHC Alge Elastic Lustenau. Laut VWU-Coach Michael Lampert hätte man dann im Playoff immer das Heimrecht und das könnte der Schlüssel zum Meistertitel sein. Was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Die Lustenauer Politik streitet über 80 Flüchtlinge, die Ende Februar in der Marktgemeinde Quartier beziehen sollen. Jene 145 Asylwerber und Konventionsflüchtlinge, die schon da sind, machen laut VN-Recherchen keinerlei Probleme. Bei dem unbekannten Täter, der kurz vor Mittag die Sparkasse in Feldkirch-Thieses überfallen hat, handelt es sich laut Polizei mit größter Sicherheit um den sogenannten Postkartenräuber, der damit zum 11. Mal zuschlug. Und von Ore Ore bis Jöri Jöri, die Narrenrufe in Vorarlberg sind so unterschiedlich wie die Gemeinden selbst. Die VN geben einen Überblick. Die Schlagzeilen von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. Der Wind weht mit 9 km/h. Morgen Freitag bleiben in tiefen Luftschichten Regenwolken und restliche Schauer hängen, die bis Mittag abziehen. Danach dominiert in Vorarlberg wieder die Sonne und später wird der Himmel sogar wolkenlos sein. Die Nacht auf Samstag fällt somit sternenklar und kälter als zuletzt aus. Ein Hoch vom Atlantik weitet sich am Samstag wieder kräftiger Richtung Alpenraum aus, was bedeutet, dass sich das Wetter erneut auf die sehr sonnige Seite stellt. Auf den Bergen wird der Wind aus West bis Südwest aber immer stürmischer im Tagesverlauf. Am Sonntag erreicht das nächste Frontensystem Vorarlberg. Es sorgt vor allem in den West- bis Nordwestlagen für starken Regen und Schneefall. Im Gebirge ist Orkan zu erwarten. Die Woche startet stark bewölkt bei Temperaturen von 9 bis 13 Grad. Sie sind groß. Sehr groß. Sie haben riesige Greifer. Sie bewegen die Welt und tonnenschwere Lasten. Die Hydroseilbagger von Liebherr in Nenzing. Bei uns habt ihr die besten Aussichten. Deine Lehre bei Liebherr.